wäre. Keiner hat revoltiert. Und da habe ich dann gedacht, was wird mit den Kindern geschehen? Ich habe ein Porträt gemacht von dem russischen Botschafter, Maisky. Es war sehr unangenehm. Er war so schweigsam, hat immer nur die Times vor sein Gesicht gehalten. Ich konnte ihn kaum sehen. Nach einiger Zeit sagt sie ihm, die Rückseite habe ich schon gelesen. Bitte drehen Sie es jetzt um. Jemand hat für dieses Bild eine ziemlich große Summe, ich glaube 1000 Pfund waren es damals, bezahlt. Und ich habe dieses Geld dann gestiftet für den, ich wollte von einer solchen, bei einer solchen Angelegenheit, bei einer solchen Aufgabe nicht Geld verdienen, ne? Wo ich sehr wichtig gebraucht hätte. Und da habe ich dann dieses Geld für das für Stalingrad, für das Krankenhaus gestiftet, für beide, mit der Bedingung, dass sowohl die Russen als auch die gefangenen Deutschen, die kranken Deutschen gepflegt werden sollen. Ob es geschehen ist, weiß ich nicht. Grauenhaft war für mich natürlich auch, wenn ich dann gehört habe, dass man Dresden zerschossen hat. Heute übrigens gibt es immer wieder Briefe in den englischen Zeitungen, wo man das sehr bedauert und sehr bereut. Und das für ungerechtfertigt finde, auch militärisch. Denn Dresden war ja keine militärische Station. Es war ein Bauernhof, aber sonst nicht. Aber die ganzen Flüchtlinge aus dem Osten, die wurden natürlich, die waren dort in den Wäldern rund um die Stadt, die wurden alle einfach verbrannt. Mit diesen. Das war. Also ein Verbrechen nach dem anderen. Da habe ich gedacht, die Menschheit ist närrisch und man kann nur noch die Kinder retten. Ne? Mit der Menschengesellschaft überhaupt wäre es vorbei. Da habe ich dann gedacht, als Maler, man kann doch nicht dann so schön Bilder malen, freundliche Bilder. Oder? Man muss doch das Bild benutzen als die Aussage eines Bildes. Man muss es den Leuten vorhalten, einen Spiegel vorhalten, eine Geschichte. Und da habe ich dann angefangen nachzudenken, wie kann man ein episches Bild, die Geschichte des Menschen. Wie kann man das, wie kann man dem eine Form geben? Wie kann man das gestalten? Und da fiel mir ein, dieses alte Lieblingsbild, das in München hängt von Altdorfer, die Alexanderschlacht. Ich möchte es nennen, ein humanistisches Bild. So verschieden von uns Soldatenbildern. Ich darf es vielleicht beschreiben, wenn es mir gelingt. Die untergehende Sonne, die ganze Firmament erhält, eine brennende Stadt, die belagert wird, Ausfälle, und der Heerhaufen rechts, der Siegreiche mit Alexander dem Großen, klein wie eine Stecknadel. Auf der linken Seite, durch einen Engpass, die fliehende Masse der geschlagenen Armee mit den Prinzessinnen und dem Tross und der fliehende Darius in seinem Kampfwagen. Und merkwürdig ist jetzt, was mich so ergreift, der Kopf wendet sich zur untergehenden Sonne, ein Besiegter. Und der Blick, plötzlich ist der Blick die Hauptsache, als ob das ganze Riesenbild mit dem Firmament, mit der Sonne, mit dem Ozean, mit den Kämpfen Tausenden von Menschen. Und der Blick, das ist das Ergreifende. Plötzlich merken Sie es selber, Sie sind es, es geht Sie an. Und das Bild ist gut, sonst immer Licht, Bewegung, Raum, alles. Aber hier ist noch etwas, ein viertes Element, das Ich und Du, das spricht einen an. Und so geht es jedem. Plötzlich ist, man ist verloren, aber man kann nicht aufgeben. Und das hat mich so getroffen. Ich habe gedacht, das ist eigentlich das, was ich auch malen möchte. Wenn ich jetzt, es war noch in London, hat mir ein Freund einen Auftrag gegeben, für ihn ein Deckenbild zu malen. Und ich schlug vor, die Geschichte des europäischen Menschen, das ist dieselbe Geschichte. Mit meinen Griechen, Prometheus, der das Licht stiehlt und damit so viel Unglück zur Welt bringt, wenn man es falsch verwendet. Ne? Und ich habe die ganze Geschichte der europäischen Menschheit auf dem Bild erzählt. Ich war aber nicht zufrieden noch. Ich wollte ein anderes Bild noch. Denn ich habe immer, in meinen Landschaften war dieselbe Geschichte immer. Ich wollte das Organische, das Werden, das Wachsen einer Stadt. Endlich war der Krieg vorbei und ich bin zurückgekommen nach Europa. Hamburg war eine der ersten Städte. Ja, auch Hamburg habe ich doch immer so gern gemalt, der Hafen. Der Hafen, das ist doch eine Stadt. Der Hafen selber mit den Schiffen. Eine Bevölkerung auf Schiffen.
Und jetzt habe ich gedacht, jetzt macht man das richtige Bild. Ich wollte es auch für junge Studenten, für Studierende, für die Jugend machen, ne? Die Thermobilen. Was ist das Thermobilen? Das ist auch wieder so eine, vielleicht ist es die richtige Lösung, ein episches Bild. Auf diesem Bild sehen Sie wieder den europäischen Menschen. Die Hauptfigur ist der Mensch, der sich nicht entscheiden kann. Der Zauderer nenne ich ihn immer. Dann ist eine andere Figur der Verräter. Dann ist eine dritte Figur der Alte, der einsieht, der Philosoph, der versteht, warum das alles geschieht, weil die Menschen nicht die richtige Erziehung haben, weil die Menschen nicht denken können, weil sie nicht Zeit haben, dass sie denken, einsehen lernen, was sie treiben. Und die vierte Figur ist die Hoffnung, der Apollo, junge Apollo, ne? Und das ist alles im Gewühl des Kriegs und die Mörder und die wichtigste Figur für mich aber ist die Freiheit. Eine nackte Frauenfigur, da habe ich gelernt von Barock, von den Illusionsmalern, wie man durch bestimmte Perspektiven eine Figur so darstellen kann, dass sie sich dem Beschauer, dem einzelnen Beschauer zuwendet, wo immer er steht und ihm die Hand reicht. Das ist für mich eigentlich auch eine Lösung gewesen, wie man die Freiheit darstellen könnte. Es gibt keine Freiheit für alle als Prinzip. Es gibt nur die individuelle Freiheit. Die muss man erkennen, die muss man sich erkämpfen, für die muss man leben. Und sie reicht dem Einzelnen die Hand. Ähnlich wie mein großes Vorbild Amos Comenius, der auch 40 Jahre auf der Wanderschaft verbracht hatte. So bin auch ich am Schluss in meine Heimat zurückgekommen und wollte dort für die Jugend eine Schule machen. Man hat mir die Festung in Salzburg zur Verfügung gestellt, also Räume, Teile davon. Und da hatte ich, ich wollte nicht eine Akademie im üblichen Sinn machen, die ja überall gleich sind. Ne? Immer da gerade das Lernen, was Mode ist, oder nach einem Rezept arbeiten. Ich wollte junge Menschen um mich sammeln, denen ich das geben wollte, was ich selber gebraucht habe und wovon ich bis heute mich, womit ich mich selber aufrechterhalte. Verbinden die Vergangenheit, die geistige Geschichte des Menschen, der europäischen Menschheit und das momentane Erlebnis, das individuelle Erlebnis. Wenn man das verbinden kann, dann weiß man ungefähr, dann kann man auch verstehen, warum Kunst so wichtig ist als Dokumentation. Die Schrift, die Sprache, die verändert sich. Aber das Bild, das können wir lesen, und wenn es 10.000 Jahre alt wäre. Ich habe die Schule mit Absicht genannt Schule des Sehens, weil es ja auch keine Akademie war, wo man malen lernen sollte. Das kann man nicht nennen in so kurzer Zeit. Da braucht man lange, lange, lange Zeit und Tradition. Sehen kann jeder lernen. Ich habe Modelle genommen, die verstanden haben, sich zu bewegen, kleine Geschichten zu spielen, kleine Schauspiele. Und das musste man im Moment erfassen. Und zwar mit Wasserfarben, nicht zeichnen vorher, sondern mit Wasserfarben. Denn Wasserfarben kann man nicht korrigieren. Wenn man sie überschmiert, sind sie tot. Meine lieben Schüler haben in der ersten Woche geweint, weil es ja zu schwer war. Nicht? Die meisten hatten ja keinen Vorunterricht. Und in der letzten Woche haben sie wieder geweint, weil es vorbei war. Aber es war merkwürdig, wie schnell alle, ohne Ausnahme, das erfassen konnten. Ich habe sie eigentlich wieder zurückgebracht zu dieser natürlichen Einstellung, wie sie ein Kind hat. Auch ein Kind malt erst nichts. Das Zeichnen ist eine Abstraktion. In Linien etwas darzustellen, das ist schon eine Abstraktion. Und ich habe immer wieder gesagt, Malen ist so wie Leben. Leben ist kein Stillleben. Das Leben ist kein Kinderspiel. Das Leben ist so riskant. Das Leben ist ein lebensgefährliches Experiment. Was wir heute unter Experimentieren verstehen, ist ja dumm. Ist ja nur kommerziell. Aber lebensgefährlich. Das Leben endet für jeden mit dem Tod. Also müsst ihr es packen und ihr müsst es erfassen und ihr müsst es genießen. Aller Unterricht kann nicht mehr und nicht weniger als ein Anschauungsunterricht sein. In der Erwartung, dass dieser oder jene junge Mensch die Botschaft des Lebens
als sein innerstes Erlebnis erfährt, was ihn erst der Gabe, mit eigenen Augen sehen zu lernen, bewusst macht. Dass das Leben riskant ist, das ist kein Grund zur Tragik. Normalerweise endet es mit dem Tod. Nur in der Akademie Française sitzen Unsterbliche. Jedoch, dass einer das Risiko des Lebens bewusst mit offenen Augen sehen lernte, das Unerforschliche, vermenschlicht in der Gestaltung, dann wird es vorstellbar und verliert so seine Schrecken.